Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Niflheim. So, ich war mich jetzt zwischen den Folgen noch kurz ausmüllen und habe mir hier mal die angerosteten Schwerter und die blutigen Gürtel ins Inventar geschmissen. Denn ich würde jetzt ganz gern, ja, mal noch eine Runde in die Stadt gehen und mal schauen, was wir und ob wir mittlerweile schon wieder verkaufen können. Und im selben Zug würde ich ganz gern auch in die anderen Länder rein kurz gucken, wegen Holz. Das möchte ich jetzt nicht off-cam machen, weil ja da doch immer recht Action ist, was die Bisons und die Wildschweine angeht. So, einmal zur Hauptkarte. So, und in die Tempelstadt. Ich bin gespannt. Ich hoffe immer noch, der komische Händler hat diesen frischen Zornestrank auf Lager. Es gibt nämlich ordentlich Gold. Ich denke mal, dass wir das Gold hier wieder reinholen. Und ja, das Wichtigste ist, wir kriegen eine neue Quest. So, Mensch, was hast denn du hier alles? Ja, lauter schöne Sachen. Ein frischer Zornestrank. Yeah. 159 Gold kostet uns das Ganze zwar, aber... Hey. Kaufen. Nee. Stopp. Einen... So, jetzt haben wir hier den einen Zornestrank und der hat immer hier 6, 8 Slots. Hey, das geht ja genau auf. Wunderbar. Wir verkaufen dem jetzt mal die ganzen alten Schwerter. Das gibt nämlich richtig Asche. Naja, die Gürtel geben jetzt nicht so viel, aber immerhin. Kleinvieh macht der bekanntlich auch Mist. Wow. Hammer. Die Bisonstiefel bringen uns nix. Einen alten Scheiß. Nicht mal das Leder ist was wert. Wir kriegen da weniger als für ein normales Fell. Nein! Die ziehen wir eh nicht an. Na, weg damit. Der Titanenrüstung. Alles klar. So, was haben wir denn hier? Der schnelle Pfeil. Belagerungspfeil und Präzisionspfeil. Die sind alle, ja, im Endeffekt für das, was sie können, viel zu teuer. Und ein faules Ei bräuchten wir, um irgendwas herzustellen. Ich glaube, dieses eine Schwert. Aber wir haben ja derzeit eh ein super tolles, geiles Schwert. Deswegen, ja. Lassen wir das mal. Was haben wir hier noch? Die Pilze, die kosten alle richtig Geld. Ja, da haben wir selber genug. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier schon wieder beim Händler. Und ja, 729 Gold. Nein, stopp. Wir geben jetzt noch die Quest ab. Aufgabe Kaufmann. Ausführen. Und 17 bis 30. Kritischer Treffer. 15 bis 28. Und wir haben hier 20 bis 33. Also unser Schwert ist deutlich besser. Ah ja, dem kann man... Dem können wir jetzt, glaube ich, nichts verkaufen. Oh, ja. Okay, merken wir uns einmal raus aus dem Händler und wieder rein. Und sein Platz ist wieder frei. Dann hätten wir das andere Zeug auch noch mitnehmen können. Und 105 Gold bringt dieses Schwert ein. Also hat sich die Quest auf jeden Fall gut rentiert. Ja, und mich würde es trotzdem interessieren, wie kommen wir an Jägerpunkte ran? Da hätte zumindest das ein oder andere Mal was kommen müssen. So, wir gehen mal zum Hügel des uralten Bären. In der Hoffnung, dass wir, ja, Bäume finden. Ja, und ich denke, der Bär ist weit genug weg, dass er uns jetzt erstmal nicht auf die Nüsse geht. So, geh weg. Den hätte ich noch ganz gern, weil da müsste ordentlich an Material rauskommen. Schneller und komm, einmal noch und... So, und weg hier! Dann geht's hier, einäugiger Wolf. Und es müsste jetzt noch gut geklappt haben. Ja, sehr gut. Ganz viele Bäume, Stroh. Haben hier auch gleich zweimal an derselben Stelle einen Bienenstock. Den nehmen wir uns dann auch noch dankend mit. Ja, und dann fehlt uns eigentlich nur noch...
der Schafstall. Ich bin jetzt auch echt mit dem Gedanken spielen, ob wir nicht irgendwas anderes abreißen. Beispielsweise, na, die Hühner, die brauchen wir eigentlich. So, ich stranze jetzt. Oh, nee, ich stranze jetzt da nicht hin. Ich mach doch erst die Bäume platt. Ja, und das sind alles schöne. Die geben richtig schön viel Ertrag. Dann ist das Holzfarmen jetzt doch nicht so unangenehm, wie ich dachte. Ja, schick. Stroh. Na, Stroh mit. Nein, jetzt hat er uns gesehen. Tempelstart, Tempelstart. Ah, jetzt wird er da wahrscheinlich noch da sein. Okay, schauen wir mal auf die andere Seite. Die anderen Funktionen sind ja immer noch nicht implementiert. Aber das wird so nach und nach noch kommen, denke ich. Wenn die Entwickler da schön am Ball bleiben, dann, ja. Dann sollte da... Oh, okay, okay, okay. Das war jetzt sehr ungünstig. Da vorne müsste jetzt dann gleich der Bison oder eine Wildsau kommen. Vielleicht lässt er ja vorher von uns ab. Bitte geh weg. Oh. So, okay, gut. Das hätten wir auch ganz gut hingekriegt. Den, na, Froschi. Den nehmen wir uns mit, weil da gibt es nicht allzu viele. So, ein paar Äste noch mit. So, hier Nordländer mit Jedi-Künsten. Ohne dass ich mich dahin bewege. Möge die Macht mit mir sein. Zip. Ah, ja, okay. Nee, das funktioniert so nicht. Was haben wir hier an Pfeilen? Die groben Pfeile und grobe Pfeile. Ja, wir könnten versuchen, dass wir die Wildsau jetzt noch ein bisschen hier ärgern und traktieren, aber ich befürchte fast, dass da vorne dann, dass da vorne dann ein Bison oder ähnliches kommt. Aber gut, wir wagen es jetzt halt. Wir haben ja doch deutlich besser Power mit dem Schwert. Ja doch, das schaffen wir. Komm schon! Okay, das ist jetzt hier der offizielle Beweis. Wildschweine sind für uns auch kein größeres Thema mehr. Also nicht größer als jetzt die Wölfe am Anfang beispielsweise. Und ein Schaf, das nehmen wir auch mit. Komm schon! Mehr selber! So, alles mit an Bäumen. Gibt zwar nur Äste, aber lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ah ja. No. So. Ja, klappt der echt ganz gut. Das alles mit und ein Hähnchen. Ah ja, da kann man uns drei reinhauen. Wir haben es ja. Der Kleine, der wird hier nicht allzu viel geben. Aber hier ist der nächste Bienenstock und wieder Stroh. Wir haben anscheinend keinen Büffel oder Bison da. Upp, komm, aufnehmen. Ja, hier mit den Totenschädeln, die hier hängen, das ist richtig, richtig optisch schön gemacht. Ist jetzt dieser Rage, ja, also die Reichweite, wo die Wölfe auf einen losgehen, größer geworden oder... Ah ja. Hauen wir mal den Wolf hier noch, bevor die Arschlochbienen hier rum... Oh, die kommen schon. So. Aber denen klauen wir jetzt einfach das Haus und dann sind die weg. Gut, und der nächste Wolf. Das sieht mir fast so aus. Sind wir jetzt bei uns daheim? Egal, das finden wir gleich raus, indem wir weiter nach links gehen. Aber ich glaube, das ist hier die Höhle
unser altbekannter Dungeon. Den haben wir ja die letzten Folgen doch recht gut kennengelernt. So, du noch mit. Oh ja, der hat ordentlich gegeben. Und dann können wir uns eventuell mal an die Basisverteidigung machen, dass wir noch ein bisschen die Mauern aufwerten. Weil Eisen und Stein müssten auch noch genug haben. Danach sollte es mit Kupfer weitergehen. Da haben wir jetzt noch nicht allzu viel, aber schauen wir mal, ob wir es überhaupt brauchen. Mensch, und hier ist richtig schön viel Holz. Und Stroh und noch mehr Bäume und die Steine kann man, glaube ich, hier... Ja, die nehmen wir auch noch mit. Wenn sie sich hier schon mitten in den Weg reinwerfen und hier betteln, nimm mich bitte mit. Ey, da muss er öfter draufhauen als unter Tage auf so eine ganze Wand. Wow. Und, na ja, gut, drei Steine. Drei Steine sind drei Steine. Ne, die ganz kleinen, die sind genauso wie die morrischen, also diese leeren Bäume, da kommt nichts raus. Und aus denen mit müsste am meisten Holz rausspringen, wieder so ein Haufen. Ja, sehr gut. Es ist noch nicht die Kupferaxt, es ist noch die Eisenaxt, aber die geht doch relativ fix im Gegensatz zu dem Schrottwerkzeug, was wir da vorher hatten. Froschi! So. Ja, schön, das passt. Können wir den auch mitnehmen? Nee, das. Ja, cool! Okay. Ah ne, okay, das zählt nicht als mein Heim, aber kann ich hier... Schade. Ich kann nur die Länderei bebauen, in der wir derzeit sind. Wir können hier das nicht nutzen. Das ist dann anscheinend auch das, wie sich das unterscheidet. Egal, was ich hier nehme. Ne, leider nicht. Ich kann hier auch weder rein noch rausgehen. Schade, das wäre jetzt schön gewesen. Dann hätten wir hier unsere Schaffarm aufbauen können. Ja, armes Hasilein. Aber dafür kriegen wir jetzt einen ganzen Haufen Holz. Dann kriegt ihr jetzt mal live und in Farbe so eine Holzfarm-Session mit. Ich nehme jetzt auch bewusst mal nur das Holz mit, weil unser Inventar schon wieder recht ja, voll aussieht. So, alles mit. Und mit dem Holzvorrat dürften wir doch dann... ja, gut weit kommen, denke ich mal. Ich denke, dass das jetzt insgesamt so um die 40 Holz sind, wenn wir die zwei Bäume hier noch mitnehmen. Eventuell sogar ein bisschen mehr. Ah ja, und da wächst noch alles schön nach. Wir kommen und das Zeug wächst, das passt. Der Nordländer mit dem grünen Daumen. So, und die Höhle, da gehen wir jetzt trotzdem mal rein, aber ich vermute mal, das ist identisch mit der anderen Höhle. So, noch ein paar Wölfe vermöbeln. Und ich habe mir das nochmal angeschaut mit den Händlerpreisen. Also es kann tatsächlich sein, dass das durch die Version 0.9.1, durch das Update, dass die Fälle dann weniger wert waren. Vielleicht ist es dann im weiteren Spielverlauf irgendwie OP oder ähnliches, aber kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, weil der Unterschied zwischen 4 und 1 ist dann doch nicht so gigantisch. Bloß wenn man dann irgendwann mal wahrscheinlich richtig stark ist und vielleicht sogar die Wölfe mit One-Hit oder Two-Hit wegmachen kann, dann kann man Wölfe farmen gehen und ja, so dann auch Geld farmen. Momentan ist es ja noch eine rechte Prozedur, hier ein bisschen Gold zu kommen. Aber allein dieser Perk, dass wir 30% weniger Kosten mit dem Schnellreisen haben, das macht sich sehr bemerkbar. Da können wir jetzt öfter mit demselben Geld in die Stadt reisen und weiterhin unser Zeug verkaufen. Ich denke mal, das, was wir im Dungeon finden, wird ja auch nicht zwangsläufig schlechter oder weniger. No. So, das ist das Richtige.
Und das wird wahrscheinlich wieder so ein Portal sein, was aber noch nicht implementiert ist. Ah ja, der kleine, der gibt eh nichts. Da ist noch ein großer und ja, vielleicht das ein oder andere Stroh oder Schaf wäre noch toll. Ja, da hinten habe ich doch schon eins gesehen. So, du kriegst jetzt erstmal ein paar Pfeile. Und da sehe ich schon Steine und der nächste Baum. Ja, du benutzen. Und ich glaube, mit der ersten Wolle gönne ich mir jetzt mal eine neue Mütze. Unser Wolfskollege hier auf dem Kopf, der hat uns schon ja, viel zu lang begleitet. Ist uns aber im Gegensatz zu dieser anderen Kappe, zu diesem Berserker-Helm oder was das war, treu geblieben. Was ich hier sehr hoch anrechne, die wird auch nicht verkauft. Die kommt hier schön in den Safe rein. So als Andenken und Erinnerungsstück für die guten alten Zeiten. So. Und okay. Und noch einen. Und dann gibt's das Schwert. Ah, schön. Schön, wie sich die Rüstung und das Schwert bemerkbar macht. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Ja, und dann würde ich sagen, naja, wenn wir jetzt schon mal hier sind, die Bäume, die nehmen wir jetzt noch mit. Der Kumpel Igel, der bleibt natürlich am Leben. Weil wenn wir dann Eicheln brauchen, da können wir dann wirklich Ratten jagen gehen. Wobei ich wirklich stark bezweifle, dass uns die Eicheln hier ausgehen werden. So, alles mit. Haben wir jetzt eigentlich schon eine neue Quest bekommen? Nein. Haben wir jetzt schon eine neue Quest bekommen? Nee, haben wir leider noch nicht. Kann es vielleicht sein, dass die Jägerfähigkeit nach oben geht, wenn wir Tiere einfangen? Also so lebend, ja, auf die Lebendjagd bezogen, sprich mit Reisigfallen irgendwelche Hasen und Hühner und mit den größeren Fallen dann, ja, die Schafe. Ich frage mich auch, was der Unterschied zwischen der normalen Reisigfalle ist und den Eisenfallen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass beispielsweise die Eisenfalle mehrmals verwendbar ist. Dass man die dann sofort wieder aufnimmt und im Inventar hat. Und nicht jedes Mal... Oh, Schafilein. Du musst nicht traurig sein. Du kriegst einen Pfeil. So. Und hier nochmal drauf. Ja, jetzt müssen wir uns dann nur noch was gegen die Bären und Bisons einfallen lassen. Und dann können wir hier in den Ländereien hier richtig schön links und rechts und quer und durch. Und ihr kommt jetzt noch mit. Der Bison, vielleicht wandert er noch ein bisschen weiter Richtung links, aber... Nee. So. Nee, der mag hier anscheinend stehen bleiben. Und ich möchte ihn jetzt ungern pullen, weil er ja doch schneller ist als wir. Schnell. Einmal noch drauf. Zweimal. Dreimal. Und mit. Komm, verzieh dich! Ah, das war jetzt ein bisschen zu nah vielleicht. Ja, es war zu nah und ich lauf! Oh, oh, ich bin ja fast tot. Hühnchen. So, Geschwindigkeitsfahren. Und nochmal Hühnchen. Und nochmal Hühnchen. So, jetzt sind wir wieder gestärkt. Und ja, wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen was können wir jetzt noch mitnehmen, dass das Inventar auch voll ist. Ausmüllen werde ich mich dann wieder zwischen den Folgen. Vermutlich. Vielleicht. Aber hier, der Baum, der kommt jetzt noch mit. Dann laufen wir komplett nach links und dann, ja, geht es eigentlich schon wieder Richtung Heimat. Ich schaue jetzt mal rein, was wir an Holz haben. Mensch, oh, 129 Stück. Wow, das war ja jetzt die erfolgreichste Farmtour an Holz, die ich jemals hatte. Ich glaube, ich habe jetzt hier in der Tour mehr Holz gesammelt als die ganzen letzten Touren zusammen. Und die Bäume, die wachsen hier schön nach. Vielleicht ist hinten auch noch ein bisschen was.
Und Stroh ist auch wieder da. Es wird ja immer besser. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt hier alles, was wir fürs Überleben brauchen. Du kriegst hier noch eine drauf und mein Inventar ist voll. Ja. Gut, das Ei, das essen wir mal. Dann können wir das Hähnchen noch mitnehmen und... Ach, da ist schon wieder ein Baum. Ein Baum nach dem anderen und der Froschi ist auch wieder da. Den packen wir uns auch noch schnell ein. So, und drauf. Komm. Nee, es blinkt zwar hier wie so eine große Leuchtreklame, aber wir können nichts machen. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt hier diesen Baum noch mit und wir sind am Ende einer Folge. Schaltet das nächste Mal auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt Let's Play Niflheim. In dem Sinn, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ade.